Da ist ja dieser wahnsinnige Irrtum, das sagt, Miniaturen bedeutet klein. Aber es kommt eigentlich aus einem technischen Begriff her, nämlich von minium, das ist lateinisch für wenige. Da quando si cominciò, diciamo dopo la fine della tradizione della miniatura su pergamena per illustrare i codici a fare ritratti singoli autonomi, è sempre stato collegato agli affetti dell'uomo, quindi legati alla vita. Quello che poi sarà poi sostituito nel XIX secolo dalla fotografia. Es ist nicht einfach ein Gemälde, es ist nicht bestimmt, um an einem Nagel an der Wand zu hängen, sondern halt bei sich getragen zu werden. Ich habe eine Miniatur, die ich sehr, sehr gerne mache. Die nennen wir die drei Generationen. Das ist Mutter mit Kind und die halten die Großmutter als Miniatur in den Händen. Die haben wir die drei Generationen genannt. Die mache ich sehr, sehr gerne und die ist auch wunderschön. Lange Jahre, in denen Tensis gesammelt haben, waren diese Miniaturen eigentlich nur für sie selbst und einen ganz engen Freundeskreis zu sehen. Und so entstand der Gedanke, aus dieser Miniaturensammlung eine Stiftung zu machen, die im Bowman-Museum ausgestellt werden sollte. Der Öffentlichkeit ist durch diese großzügige Kunststiftung nicht nur der Zugang zu einer einmaligen Sammlung eröffnet worden, sondern zugleich wurde über die Sammlung hinaus ein gültiges Kompendium europäischer Miniaturmalerei geschaffen. Donc la collection là, Tensis avec le catalogue qui a été fait, elle donne une chance unique de voir des œuvres qui sont dûment signées, répertoriées et ensuite des œuvres qui peuvent être attribuées à partir de ce qu'on connaît. Der Schwerpunkt in der Miniaturensammlung Tensis liegt im 18. Jahrhundert. Das Interesse ist sehr stark konzentriert auf französische Werke aus dieser Zeit. Also wirklich der Blütezeit der Miniaturmalerei. Das ist einfach der Zeitraum, in dem die besten, qualitativ hochwertigsten Stücke entstanden. Sie haben solche Ausstrahlung. Ich meine, da kann die hässlichste Frau mich angucken, aber die hat so viel Ausstrahlung, weil sie so perfekt gemalt ist. Ja? Und also meine Liebe zum Miniatur wächst an sich täglich. Diese kleinen Kunstwerke verhelfen Celle zu einer Strahlkraft auf nationaler und internationaler Ebene, denn es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Wir haben nicht von jedem Miniaturisten Bilder, aber die Sammlung ist sehr weit gespreizt. Und sie bildet hier sozusagen das Spektrum der gesamten europäischen Miniaturmalerei ab. Es sind alle bedeutenden Maler, alle bedeutenden Malschulen vertreten. Und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Kollektionen, die häufig ja doch auch aus Zufallsprinzip entstehen, wo nicht eine so stringente Sammelstrategie dahinter steckt. Wir sind angefangen in den 80er Jahren, ganz einfach in den 80er Jahren. Ich hatte von meiner Mutter drei Miniaturen bekommen, die ich bildschön fand damals. Und die erste Miniatur, die ich gekauft habe, war nur ganz schlechte Qualität. Wir haben so ausgesortiert schon, dass wir an sich nur noch sehr, sehr gute Qualitäten haben. Die Qualität hängt stark von dem Nuancenreichtum ab in einer Miniatur, ob da sehr viel dargestellt ist oder ob es nur sehr summarisch dargestellt ist. Frau Schmickels-Otten, die zeigte also Miniaturen und anhand eines Vergleich eines Streichholzes. Denn vergessen Sie einfach nicht, angesichts der Größe der Bilder, die wir jetzt hier sehen, wie klein diese Details in Wirklichkeit sind. Der Orden, der hier dargestellt ist, ist nicht größer als der Kopf eines Streichholzes. Die kleinste Miniatur unserer Ausstellung, die eine Nichte Ludwigs des 15. von Frankreich zeigt, misst nicht mehr als einen Zentimeter. Und dennoch sind alle Gesichtszüge erkennbar wiedergegeben. Wir haben jetzt seit einigen Wochen einen neuen Internetauftritt. Das Neueste hier auf dieser Seite ist, und das ist auch das große Highlight, ich kann jetzt alle auf einen Schlag sehen.
Ein weiteres Highlight ist, wenn ich mir die entsprechenden Miniaturen, die ich gerne vergleichen möchte, näher anschauen möchte, kann ich also den Leuchttisch bedienen und mir jetzt einzelne Miniaturen hier auf den Leuchttisch ziehen und auch vergrößern. Und besonders, was man jetzt nicht in den Ausstellungen sieht und nur teilweise auch in den Katalogen, die Rückseiten. Also Miniaturen wurden ja nicht nur als Medaillons gerahmt, sondern auch auf Dosen montiert. Hier auf einer Schildpattdose. Sie ist mit Goldreifen geschmückt und das Innere ist mit Gold ausgekleidet. Wir machen ja, was keiner bis jetzt gemacht hat, immer Themenausstellungen. Nicht? Weil normalerweise ist in den Museen, da wird was vererbt und da wird diese ganze Serie von schönen, mittelmäßigen und schlechten Miniaturen da hingestellt und so weiter. Und wir machen Themenausstellungen. Das ist auch etwas wirklich Besonderes der Miniaturensammlung Tensi, dass sie uns so viel Material bietet, dass wir sie nach und nach in Sonderausstellungen präsentieren können. Und diese neue, die wird ganz besonders schön, jetzt die Rokoko-Ausstellung. Die heute zu eröffnende Ausstellung zu den Miniaturen des Rokoko der Sammlung Tense ist schon die vierte in der Reihe. Der Eindruck dieser Ausstellung ist überwältigend für mich persönlich und Sie werden das, glaube ich, ähnlich empfinden. 177 Exponate und zum Teil erst in jüngster Zeit erstandene Stücke werden damit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Rokoko, also etwa die Zeit zwischen 1720 und 75, war noch sehr stark geprägt vom Ideal der Antike. Doch die Maler des Rokoko transponierten die antiken Themen in ihre Zeit. Das ganze Rokoko von der Literatur her, von der Malerei her, alles geht um Sinnlichkeit für mich. Also, was dargestellt ist, das ist es. À mon avis, c'est la période reine de la miniature. C'est là où elle a eu son maximum de célébrité ou de fantaisie. C'est là où elle a acquis vraiment ses lettres de noblesse. Je pense que c'est la plus belle période pour la miniature. Devo dire che essendomi sempre occupato precedentemente di miniature d'età neoclassica romantica, il mondo del Rococò è molto particolare, è collegato proprio alla cultura che segue immediatamente l'età barocca e quindi è contrassegnata da molta leggerezza sia nell'uso del colore, molto delicato, sia nella trattazione dei soggetti, sempre trattati con molto brio, con molta freschezza e con molta immediatezza. Rosalba Carriera kennen Sie sicher alle, aber wussten Sie auch, dass Rosalba auch Miniaturen malte? Tatsächlich war Rosalba Carriera berühmt für ihre Miniaturen, noch lange bevor sie überhaupt damit begann, Pastelle zu malen. Aber dieser Aspekt in ihrem Schaffen wird immer stark vernachlässigt. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir in dieser Ausstellung einige Miniaturen von Rosalba Carriera haben, einige wirklich wunderbare Stücke. Sie sehen darin Werte verkörpert wie Zartheit, Duft, Pudrigkeit, Eleganz, Grazie. Das alles sind Werte, die wir gemeinhin mit dem Rokoko-Stil in Verbindung bringen. Rosalba Carriera war tatsächlich eine Vorreiterin dieses Rokoko-Stils, weil sie bereits ganz im frühen 18. Jahrhundert in dieser Art Porträts malte. Als Flora ist diese Miniatur von Rosalba Carriera betitelt, doch gemeint ist hier nicht mehr die antike Frühlingsgöttin selbst, sondern eine reale Dame, die damit auf ihr liebliches, offenes Wesen und ihr jugendliches, erblühendes Äußeres hinweisen möchte. Rosalba Carriera war aber noch auf einem zweiten Gebiet eine Vorreiterin, und das war ein technisches Gebiet. Sie war nämlich die erste Miniaturistin, die Miniaturen nicht auf Pergament, wie man das üblicherweise machte, sondern eben auf Elfenbein malte. Beaucoup de gens se sont intéressés à des peintres célèbres, et il y a des peintres célèbres en miniature dont on ne sait rien. Massé hat seine Werke nie signiert. Deshalb ist eine Gruppe von Miniaturen ganz besonders wichtig in seinem Œuvre, die seine Familie darstellen und die Zeit seines Lebens in seinem Besitz blieben und auch im Familienbesitz weitergegeben wurden. Hier möchte ich noch anmerken, dass Tensis weltweit die größte Sammlung an Miniaturen von Massé besitzen. Diese Miniatur ist interessanterweise auf einer Zeichnung dargestellt, die die Familienmitglieder Massés darstellt. Sie sehen diese Zeichnung hier. Das Bildnis der Mutter sehen Sie oben in der Mitte. Und eine Miniatur
auf die ich eigentlich Ihre Aufmerksamkeit ziehen möchte, ist dieses Werk hier, gleich neben der Mitte dargestellt. Diese Dame, das ist eine Schwägerin von Jean-Baptiste Massé. Sie ist übrigens auch in einer Skizze dargestellt, in einer vorbereitenden Skizze im Louvre in Paris. Auch diese Miniatur befindet sich heute in Ihrer Sammlung hier in Celle und Sie können sie im Original drüben im Museum bewundern. Ich freue mich, dass ich so wunderbare Mitarbeiter habe, die inzwischen auch sehr, sehr gute Freunde geworden sind. Ich danke Ihnen allen. Jedes Mal, wenn wir eine Ausstellung haben, war es meine Lieblingsausstellung. Aber diese hat nun wirklich alles übertroffen. Und ich hoffe, wenn wir noch mal eine machen, weiß ich gar nicht, ob man das noch mal übertreffen kann oder nicht. Ja? Aber wir werden es versuchen.